Ich möchte ein Brot haben, was lange frisch ist, mit einer schnittfesten Krume, nicht krümelig und nicht trocken und nicht bröselig. Ein Brot, was mit einem Sauerteig ist, einem guten, reifen Sauerteig. Mit einer richtig guten, geschlossenen, festen Kruste, um halt den Geschmack besser zu binden. Und das ist für mich so das Wichtigste. Und das bietet eigentlich ausschließlich nur ein Holzofen gebackenes Brot. Also ein Elektrobackofenbrot kann das in der Weise nicht leisten. Mein Name ist Marita Spittenarendt-Johann-Develing. Ich bin 46 Jahre alt. Bin ja praktisch durch Zufall, also durch den Job beim Studium zum Backen gekommen. Um Geld zu verdienen, haben wir halt gebacken und Brot verkauft. Ich habe Landwirtschaft studiert und nicht Bäckerei studiert. Und dann war für mich halt so landwirtschaftliche Hofbäckerei, das war für mich dann ein gutes Ziel. In Bad Sassendorf auf dem Blume-Serx-Hof war ich die Hofbäckerin und habe da in dem Holzbackofen gebacken und habe dann im Jahr 2001 hier diese Hofstelle geerbt. Ja, die Backmöglichkeiten waren jetzt erstmal so nicht gegeben. Also das Backhaus war genutzt halt als Hühnerstall und Brennholzlager. Den Ofen haben wir 2004 ins Backhaus hier bauen lassen. Das Besondere ist halt, dass es halt ein holzgefeuerter Natursteinbackofen ist. Ich habe dadurch eine viel höhere Backtemperatur, als ich es halt im Elektrobackofen habe, wo ich halt eben, da komme ich auf 250 Grad und hier komme ich halt bei der Einschiebetemperatur auf 500, 600 Grad und kriege dadurch eben eine bessere Kruste und mehr Geschmack ins Brot. Neben der Bäckerei haben wir eben halt das Hofcafé. Seit 2008 ist das gegründet worden. Da haben wir das ausgebaut dazu. Dann habe ich als Wirtschaftszweig, also auf diesem Rinderstall ist auf der Südseite noch eine 37 kW Photovoltaikanlage. Dann haben wir eben die Biolandwirtschaft mit den Mutterkühen und den 22 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. Also so 2-3 Hektar Roggenanbau, was ich dann also im Backhaus verwenden kann. Und die andere Fläche ist eigentlich Futterbau und aber auch Naturschutzwiesen, eine Streuobstwiese. Das Backhaus, das ist EG-Bio kontrolliert. Ich habe diese regelmäßige alljährliche Kontrolle. Da muss man halt die ganzen Buchführungsunterlagen haben, das Backtagebuch. Und dann muss ich eben genau die Kilo Mehl, die ich verbacken habe, muss ich eben nachweisen, dass ich die auch biologisch zugekauft habe. Und dann ist das in Ordnung. Und eine Abweichung von 3-4%, das ist so akzeptabel. Und oberhalb von 10%, dann wird es dann sehr bedenklich. Um so eine Arbeit zu machen, bedarf es auf alle Fälle einer Menge Idealismus, weil ich halt ja, sag mal, 30% mehr arbeite als ein normaler Bäcker, der an einem kleinen Ofen so als Einmannbetrieb arbeitet. Ich kann mir das ja auch zu 5 oder 10% vielleicht mehr bezahlen lassen. Aber mehr ist der Kunde jetzt nicht bereit zu sagen, hör zu, dein Brot ist anders als andere und ich weiß, dass du mehr dafür arbeitest und ich gebe dir pro Stück 5 Euro. Jetzt mal, sag mal, im Moment sehe ich die Akzeptanz nicht. Seit 1986, seitdem ich Landwirtschaft studiert habe, war für mich Bio nur möglich, nur denkbar. Die 25 Jahre, die ich jetzt in dieser Überzeugung lebe, haben eigentlich immer gezeigt, dass ich richtig lag.